Jeder 10. Mensch in Deutschland ist schwerbehindert. Das sind 7,9 Millionen. Theoretisch müsste also jeder und jede von uns jemanden kennen, der oder die behindert ist. Aber das ist natürlich nicht so. Wie verhalte ich mich richtig gegenüber jemandem mit Behinderung? Wie kann ich Hilfe anbieten, ohne jemanden zu bevormunden? Diese Fragen haben wir Philipp gestellt und das sind seine Tipps. Tipp Nummer 1: Nicht anstarren. Seien wir uns mal ehrlich. Keiner von uns mag es, angestarrt zu werden. Tipp Nummer 2: Direkt ansprechen. Man soll direkt auf einen zukommen und mit denen reden und nicht die Begleitperson, die daneben kommt, oder der Partner oder auch die Partnerin. Tipp Nummer 3: Freundlich die Hilfe anbieten. Man soll auf die Person zukommen und fragen, ob die Hilfe brauchen. Und wenn aber Nein sagen und die brauchen keine Hilfe, dann nicht helfen. Die wollen das auch selber ausprobieren. Tipp Nummer 4: Ein bisschen Respekt. Dass man den Stock von Menschen einfach zur Seite legt. Ein Mensch braucht das. Wie wenn du einen blinden Hund hast und einer geht dazwischen und der Hund ist dann abgelenkt, dass man nicht sofort einen umarmt oder anfasst. Das mögen manche auch sofort nicht. Wenn du aber den fragst, die Person, ob die das wollen, das kann man dann machen. Aber außer wenn man nicht fragt und einfach, ach, schläg mal und umarm dich mal. Das ist nicht so schön. Tipp Nummer 5: Augenkontakt und Körpersprache. Augenkontakt und Körpersprache ist für Gehörlose richtig gut. Dann kann man gut mit denen kommunizieren. Wenn du auch wenn du mit den Armen bewegst, wie, was du meinst und wie du auch den Mimik, das Gesichtsausdruck, alles perfekt ist, dann kann er auch verstehen, was du damit gemeint hast.